Der 3M Tegaderm Foam Adhesive ist sehr gut geeignet für die Applikation im Sakralbereich. Dieser kann sich an unterschiedliche Exudatmengen von schwach bis stark exudierenden Wunden anpassen. Falten Sie den Verband in der Mitte, sodass ein Knick entsteht, und entfernen Sie das Trägerpapier. Achten Sie darauf, dass die Gesäßhälften des Patienten dabei auseinandergehalten werden, um ein vorzeitiges Ablösen des Verbandes zu verhindern. Halten Sie den gefalteten Verband an den klebstofffreien Laschen mit einer Hand und positionieren Sie ihn in einem steilen Winkel. Drücken Sie den Kleberrand zuerst an der Stelle fest, die am nahesten zum Anus zeigt, und streichen dann zur gegenüberliegenden Seite des Verbandes. Anschließend modellieren Sie den 3M Tegaderm Foam Adhesive jeweils von der Mitte nach außen an. Halten Sie den Kleberrand einige Sekunden sanft gedrückt, um die Klebkraft zu aktivieren. Entfernen Sie nun von der Mitte beginnend die Papierspeichen flach in Richtung des äußeren Randes und wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Speichen. Modellieren Sie die Kleberänder nochmals nach, um einen sicheren und zuverlässigen Halt zu gewährleisten. Der besonders dünne und glatte Tegaderm-Kleberrand verhindert ein Aufrollen des Verbandes.